Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Minecraft Let's Play. So. Und so. Ja, so. Was macht man heute? Heute ist ja wieder Action angesagt, habe ich mir gedacht, weil das letzte Mal war jetzt wieder die ganze Zeit hier. Waren wir hier am Rumbauen? Ja, schauen wir mal, wo man heute. Wo es uns heute hin verschlägt, in was für eine Höhle. Da brennt's noch. Was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn alles dazu? Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Das kann man auch mal. Und das lassen wir hier. Das nehmen wir. Warum haben wir da eigentlich zwei? Ach, dann nehmen wir beide mit. Falls wir endlich mal einen Minenschacht finden. Das kann ich weglassen. Die nehme ich mal mit. Die Erde lasse ich mal hier. Einen Steinhaufen nehmen wir mal mit zur Sicherheit. Fackeln nehmen wir noch mit. Fackeln, wo haben wir Fackeln? Haben wir überhaupt noch Fackeln? Ich weiß es gar nicht mehr. Nur unseren wertvollen Brewing Stand. Hä? Fackeln? Fackeln. Sorry. Ne, und hier war ich schon. Fackeln. Ich glaube, habe ich die noch im anderen Haus? Ich weiß es nicht mehr. Ihr könnt mich doch sowas nicht fragen. Es ist wieder was ausgebrochen. Irgendjemand irgendwo, wo er nicht hingehört. So. Ja, irgendeine Höhle mit Minenschacht. Wo wir sowas finden könnten, weiß ich jetzt absolut nicht. Da haben wir auch nichts. So, da sind wir. Ach, sowas haben wir ja auch. Das brauchen wir auch noch. Ein bisschen Metall nehmen wir auch noch mit am besten. Das lassen wir mal kurz hier. Aber hier haben wir auch keine Fackeln. Ich muss irgendwann mal demnächst alles aufräumen hier. Setzlinge, das sind glaube ich die Dschungelsetzlinge. Da ist gar nichts mehr drin, ist auch gut, da haben wir noch ein bisschen Kohle drin. Nehmen wir auch mal ein bisschen was mit. Es wird schon wieder dunkel. Ich mach mal hier rein. Was brauchen wir jetzt noch alles? Ein bisschen Eisen nehmen wir da noch mit. Moment, gehen wir erstmal pennen kurz. So. Eisen. Eisen brauchen wir noch. Ein bisschen Holz nehmen wir noch mit. Das bei uns. Na. Das bei uns. Fackeln machen können unterwegs. Ein Bett nehmen wir vielleicht noch mit und einen Kompass. Kompass haben wir ja aber schon, sehe ich gerade. Den können wir aber erstmal da reinmachen. 19 Brote. Ich weiß nicht, ob wir in der anderen Kiste jetzt noch Brote haben. Aber können wir jetzt trotzdem mal erstmal wieder welche machen hier. So, dann nehmen wir 64 mit oder nehmen wir 32 mit? Ne, dann lassen wir die 32 hier und nehmen die 51 mit. Dann. Was wollte ich jetzt? Ach Gott. So, dann nehmen wir mal 22 Eisen noch mit. Machen wir uns noch gleich eine Spitzhacke so. Nehmen natürlich ein bisschen Holz mit. Was nehmen wir da mit? Na, die Schnatt nehmen wir so 24 davon mit und 32 davon und 25 Stickies. Quatsch. Da. Wobei 25 Stickies sind ein bisschen wenig, oder? Dann machen wir daraus noch Sticks. Doch hier. Blapp, blapp, blapp.
Und mach mal. Machen wir das so? Hm. Es sollte erstmal reichen. So, dann plupp. Wo bist du jetzt da so einzeln? Dann noch. Gut, fehlt noch irgendwas? Dann räumen wir das mal hier so ein bisschen da oben hin. Kompass haben wir, ein paar Steine haben wir. Oh, jetzt nehme ich außerdem die guten Steine mit. Das will ich natürlich nicht. Hier die alten Pflastersteine. Das wäre ja Verschwendung quasi, die wieder in der Höhle als Gehweg oder sowas zu nehmen. Ich habe jetzt halt natürlich gar keinen Plan, wo hier die nächste Höhle ist. Ich will ja mal eine andere, weil die da hinten, die ist zwar groß, aber da war ja nichts mit Dings, mit Minenschächten. So, haben wir jetzt alles. Ein Bett wollte ich noch mitnehmen. Ein Bett. Ein Bett, ein Bett, ein Bett. So, dann mach mal noch ein Bett hier. 1, 2, 3. Zack. Falls wir unterwegs irgendwo aufgehalten werden. Oder falls wir nicht so schnell eine Höhle finden. Gut, dann stürzen wir uns ins Abenteuer. Gucken, wo wir rauskommen. Also da war ja die andere. Gehen wir mal in die Richtung. Da ist ja mehr, wie ich mal gesehen habe. Irgendwie ewig weites, ewig langes. Ach, Rennen. Muss nicht sein. Vielleicht finden wir hier irgendwo endlich mal eine Höhle mit Minenschacht. Wäre ja wahrscheinlich genial, wenn ich jetzt hier voll ewig weit weglaufe. Und ich hätte mich eigentlich direkt nur runtergraben müssen, quasi. Weil unter mir eine Mine ist. Weiß ich nicht, kann ja sein. Aber nee, kann ja auch nicht sein, weil wir waren ja schon in der Höhle da hinten irgendwann mal. Da war ja auch nichts. Ich habe heute auch ein bisschen mal an den DxStory-Einstellungen rumgestellt. Ich nehme jetzt eigentlich konstant mit 25 Frames auf. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe einmal diese Videosynchronisierung ausgeschaltet, dass der die Spielframerate runterdrückt sozusagen. Also ich kriege jetzt Frameraten über 30 quasi hin und nehme eigentlich recht konstant 25. Manchmal springt es ein bisschen runter auf 24, aber springt dann auch wieder auf 26 hoch, was er aufnimmt. Sieht recht konstant aus, sieht recht gut aus. Mal gucken, wie es dann am Ende wird. So, haben wir hier irgendwo ein. Oh. Eine harte Kante haben wir hier auf jeden Fall mal. Eine harte Kante. Ja, sieht recht gut aus mit dem. Mit der Aufnahme. Mit den 25 Frames. Ist recht stabil. Was ich noch gemacht habe, ich habe DxStory erlaubt, dass der 3 CPUs nutzen darf. Also 3 Kerne. War vorher nur auf eine CPU beschränkt und jetzt darf man mal 3 nehmen. Oh, ist wie verlockend, aber nein, wir wollen ein bisschen Action haben, die Folge. Weil ich jetzt gerade, aber merken, dass hier Lehm ist. Wenn wir wieder auf Lehmsuche gehen. Für unsere Kirche. Heute Abend gibt es 2 Folgen, also wenn ich sage heute Abend, dann ist das. Oh, eine Spalte. Ja, wenn ich sage heute Abend, ist das Samstagabend, weil ich habe gestern Freitagabend, habe ich leider vergessen. Oh, ich habe eine Schaufel vergessen. Apropos vergessen, ich habe eine Schaufel vergessen. Aber das ist jetzt nicht so wichtig, eine Schaufel. Das ist aber auch nur irgendwie nur so ein kleiner Erdspalt.
Da geht es zwar irgendwie rein zu irgendwas Höhligem, aber sonst ist es recht klein hier. Ihr Hühner nervt. Nee, was haben wir da noch? Da muss doch irgendwo was Größeres sein. Ja, genau. Und zwar habe ich gestern, am Freitag habe ich vergessen, eine Folge rauszuhauen. War ein bisschen spät, war ein bisschen müde. Und habe dann noch ein bisschen Stacking gespielt. Also das weiß ich mir, ist ja momentan, wie heißt's? Steam Summer Sale. Und ja, da konnte ich bei ein paar Titeln nicht nein sagen und hab wieder kräftig zugeschlagen quasi. Hab mir von Double Fine Stacking gekauft, hab das gespielt. Ich finde es sehr lustig, sehr witzige Idee, wie das gemacht ist und ja, gefällt mir. Und Höhle, Moment, ich rede gleich weiter. Sieht aber gut aus hier. Finde ich irgendwie ein cooles Konzept, was die da haben mit diesen Figuren, dass man in die reinspringt, übernimmt dann die Fähigkeiten von denen. Könnte ich ja mal. Oh, mir fällt gerade ein. Optionen. Friedlich. Ich habe ja noch friedlich. Sorry, das habe ich total vergessen. Vielleicht beim letzten Mal ja noch beim Bauen war. So, und jetzt können natürlich auch wieder Monster kommen. Total vergessen, dass ich das noch drin hatte. So. Gut, da haben wir schon mal ein bisschen was an Höhle gefunden. Das ist doch. Ja, da ist schon wieder das beklemmende Gefühl. Also ich spiele auf einfach, ihr habt es ja gemerkt. Weil ich bin ja nicht wirklich der First-Person-Shooter-Mensch. Wie viel Kohle haben wir noch? 13. Achso, das habe ich eh da unten. Können wir mal da hochlegen. Dann nehmen wir natürlich auch ein bisschen gleich die Kohle mit. Ja, hab bei Stacking wieder zugeschlagen. Hab mir auch First-Person-Shooter gekauft, aber nur weil sie günstig waren. Ich bin ja, wie gesagt, nicht so der First-Person-Shooter-Mensch. Und ich wage es mal zu behaupten, dass man sich dafür nicht schämen braucht, zu sagen, wenn man schlecht in sowas ist. So, was ist da? Da habe ich was abgebaut. So, weiter vorgedrungen. Futtern wir mal kurz was. Mensch, sieht das hier vertrauenserweckend aus, alles. Wenn diese blöden Hühner da oben nicht so rumdappen würden, fände ich das auch ganz klasse. So, ich hoffe, dass das nur so eine kleine Sackgasse ist. Ich meinte, ich hoffe, dass das nur so eine kleine Sackgasse ist. Ach, du blödes Spiel. Jetzt ist das doch wieder irgendwas Größeres. Ach nee, ist nur eine Sackgasse. Gut. Dann bin ich ja zufrieden. Aber hier können wir gleich wieder ein bisschen was an Ressourcen abbauen. Ach komm, was soll der Geiz? Nehmen wir gleich noch ein bisschen hier die Kohle mit. Nehmen wir hier ein bisschen das Eisen mit. Ach, lass mal jetzt. Wir werden noch genug finden. Wage ich jetzt mal zu behaupten. Da ist da nichts mehr.